Willkommen zu Episode 33 von Forscom Talks, meinem Videospiele-Podcast. Wir starten Play This Week mit Marvel Puzzle Quest Dark Reign und ich habe es endlich geschafft. Storm ist endlich fertig, sie hat das letzte grüne Cover bekommen und ist jetzt bei 5-5-3. Und dementsprechend habe ich eigentlich mein Team fertig, zwei auf Level 50, und zwar Iron Man und Storm und Black Widow auf Level 40 genau dahinter. Und das ist, denke ich, auch die Kombination, die für die nächste Zeit so bleiben wird. Ich arbeite gerade an einem Wolverine, da hatte ich ja schon einige Covers bekommen, der ist jetzt auch Level 46 oder ähnliches. Aber dadurch, dass ich halt da noch nicht alle Covers habe, ist er noch nicht wirklich interessant für mich. Ansonsten, es gibt ein neues Player vs. Economy Event, da dreht sich das Ganze um den Hulk. Das Wichtige, was man wirklich anmerken muss bei diesem Spiel, ist, es dreht sich um die echte Geschichte, die in den Marvel Comics erzählt worden ist. Es heißt wirklich Dark Reign, also wer wirklich Interesse daran hat und dieses Spiel halt nicht von der Story so verfolgen kann, einfach weil das Spiel halt ein bisschen komisch in der Hinsicht aufgebaut ist, dann kann man das Ganze auch einfach nachlesen, sei es die Comic kaufen oder halt die Wiki dazu ansteuern. Und das Hulk-Event ist relativ interessant von der Story und bisher ist es auch so, man kann wirklich an den meisten Events teilnehmen, ohne dass die Levels bereits übertrieben hoch sind und man wirklich halt entweder sehr viel Glück braucht oder halt Booster, um das Ganze halt so schaffen zu können. Ebenfalls, ich glaube sogar schon letzte Woche, hatten sie eine Änderung bei den Booster vorgenommen gehabt. Man konnte ja Booster finden, konnte die dann halt vor einem Kampf nutzen, bis zu 3 Stück, und die haben dann beeinflusst, wenn man eine Kombination von einer gewissen Farbe aufruft, dass man mehr Schaden macht oder wenn man einen Kampf startet, dass man gleich von Anfang an mit der Farbe ein bisschen mehr hat. Und das war so, wenn man einen Booster gefunden hat, hatte man 3 Aufladungen bekommen und dann war es dann halt so, wie gesagt, alle Farben plus 3 zum Beispiel, und die konnte man 3-mal einsetzen, also theoretisch für die nächsten 3 Kämpfe, wenn man es aktiviert. Und da haben sie die Änderung vorgenommen, leider wieder gegen die normalen Nutzer, und zwar haben sie die Belohnungen reduziert. Das heißt also, statt plus 3 in Rot kriegt man jetzt nur noch plus 1. Und das ist wirklich ein bisschen blöd. Man hat zwar weiterhin seine 3 Aufladungen und sie haben auch hinzugefügt, dass man halt diese Aufladungen verbessern kann. Das heißt, wenn man 3 plus 1 hat, könnte man hingehen und den Kampf theoretisch auch plus 3 weiterhin starten. Man würde nur alle seine 3 Aufladungen verbrauchen. Das ist wirklich ein bisschen blöd, denn man kriegt einfach weniger als vorher. Das Spiel ist immer noch relativ frisch und dementsprechend sieht man auch, es kommen immer wieder neue Charaktere dazu. Es wird sogar immer noch irgendwann ein Deadpool erwartet. Auf jeden Fall, jetzt vor kurzem hatten sie Black Panther hinzugefügt, der wirklich so ein bisschen aussieht wie Batman. Und ebenfalls jetzt mit diesem Hulk-Event haben sie einen neuen Thor eingeführt gehabt. Und das ist ein bisschen interessant, sie haben nicht einfach einen neuen Charakter hinzugeworfen, sondern haben gleichzeitig auch den alten Thor angepasst. Ursprünglich war er 3 Sterne, jetzt ist er nur noch 2 Sterne. Und jetzt kommt das Merkwürdige: Das Cover selbst von dem neuen Thor ist anders, aber seine Skills sind so gut wie gleich. Sie haben nur ein bisschen die Kosten und den Schaden angepasst. Also so Rot kostet statt, sagen wir mal, 7, kostet halt jetzt 8 und macht dafür dann halt 10% mehr Schaden. Das ist jetzt nicht sonderlich toll und wirkt dann halt auch so ein bisschen faul. Das war's dann auch schon fast wieder mit Marvel Puzzle Quest, aber eine Sache möchte ich dann noch anmerken. Und zwar bei Humble Bundle gibt es aktuell ein Weekly Bundle mit PopCap-Spielen. Und seitdem ich Marvel Puzzle Quest angefangen habe zu spielen, hatte ich jetzt über die Weile wirklich auch mal wieder Interesse gehabt an einem anderen, wenn nicht sogar auch vielleicht besseren Match 3-Spiel. Und da kam natürlich dieses Bundle sehr gelegen, denn da war Bejeweled 3 drin. Bejeweled 3 hatte ich schon vor Jahren gespielt gehabt und jetzt mit dem Humble Bundle habe ich auch die Möglichkeit gehabt, an einen Steam-Key zu kommen und dementsprechend habe ich das Bundle gerne angenommen gehabt und habe Bejeweled 3 mal wieder gespielt gehabt. Und nachdem ich jetzt so ein paar Runden gespielt habe, alle Sachen freigeschaltet habe, die man freischalten kann, also die unterschiedlichen Spielmodi, und dann auch ein bisschen gespielt hatte, muss ich ehrlich sagen, es liegt vermutlich am Alter, aber es fühlt sich halt wirklich sehr, sehr alt an und Marvel Puzzle Quest fühlt sich zum Teil ein bisschen flüssiger an und auch ein bisschen interessanter, und das war sehr, sehr interessant zu sehen, einfach weil ich halt während des Spiels gesagt habe, oh, ich würde gerne lieber so wie Bejeweled 3 haben, das Spiel ist so besser von der ganzen Umsetzung, und jetzt, wo ich es gespielt habe, muss ich eigentlich fast wirklich sagen, dass Marvel Puzzle Quest gewisse Sachen einfach besser macht. Leider ist der Entwickler halt sehr geldgeil und das ist halt das große Problem. Und ich werde definitiv Bejeweled 3 noch ein bisschen weiter spielen, aber man merkt dem Spiel halt wirklich das Alter an.
Gehen wir über zum großen Zeitfresser namens World of Warcraft. Beim letzten Mal war ich Level 58 mit meinem Schamanen und ab dem Level hat man die Möglichkeit, das normale Gebiet zu verlassen, die normale Welt und zum Outland zu gehen. Und 58 ist theoretisch die Möglichkeit, in der man das Ganze betreten kann, aber es wird empfohlen, erst das Ganze mit 60 zu machen, einfach weil die meisten Gegner schon auf 60 sind und dementsprechend halt 2 Level Unterschied theoretisch ein Problem sein kann. Dementsprechend habe ich gesagt, warte bis 60. Und dann habe ich mich auch dorthin begeben gehabt. Und nachdem ich das jetzt da ein bisschen herumgespielt hatte, muss ich wirklich sagen, eine wichtige Änderung ist wirklich, wirklich gut. Und zwar, man kann mit Level 58 bereits das Geld zahlen, um das Flugmount zu bekommen. Und das macht so einen großen Unterschied für diejenigen, die das gespielt haben und wissen, wie es ist, ohne Flugmount darum zu laufen. Es ist wirklich nicht angenehm. Es gibt zwar immer so die Bereiche, wo man sagt, man kann der Straße folgen und ist relativ unangegriffen an diesen Punkten, aber es gibt wirklich viele Gebiete, wo es einfach keine Straße gibt, wo man einfach wirklich von A nach B laufen muss und zwischen A und B liegen einfach so viele Gegner und da ist dann halt wirklich sehr, sehr angenehm, dass es diese Flugmounts gibt. Man kann über die ganze Scheiße einfach rüberfliegen und kann dann halt sich darauf konzentrieren, wo man eigentlich hin möchte. Es gibt viele Leute, die sogar sagen, Flugmounts sind doof, einfach weil man halt Sachen theoretisch überspringen kann, eine andere Erfahrung bekommen kann und ich sehe das. Ich kann definitiv verstehen, was man damit meint, aber gleichzeitig, so großer Unterschied ist das jetzt nicht. Wenn ich wirklich sage, ich stehe bei A und ob ich jetzt sage, ich laufe von A nach B oder ich fliege von A nach B, klar, ich umgehe ein paar Gegner, aber der große Unterschied ist eigentlich nicht vorhanden. Während ich also im Outland am Leveln war, ist mir eine Sache sehr stark ebenfalls aufgefallen und zwar, ich glaube, man levelt bei Weitem schneller. Es war auch in den alten Gebieten bereits so, dass mir das aufgefallen ist, aber da war es so, man war zwar schneller, aber man war trotzdem immer in den richtigen Bereichen. Das heißt also, man war Level 50, man war in dem Level 50 Gebiet, man war nur sehr, sehr schnell fertig. Hier ist es so, ich war bei Weitem zu hoch vom Level bereits. Ich gebe einfach mal hier die Übersicht, wie es im Endeffekt gelaufen war. Das Startgebiet im Outland, Hellfire Peninsula, ist von 58 bis 63 gedacht. Als ich die Quest fertig hatte, war ich bereits 65. Dann geht es zu dem Zangarmarsch über. Das ist von 60 bis 64 gedacht. Da war ich am Ende 67. Und dann, zu guter Letzt, bin ich dann den Netherstorm übergegangen, der von 67 bis 70 ist. Ende hat gestimmt, aber das davor hat nicht gestimmt und in Outland gibt es bei Weitem mehr Gebiete und ich bin auch ganz, ganz sicher, als ich mit meinem Hunter gespielt habe, habe ich bei Weitem mehr Gebiete abklappern müssen und das ist halt wirklich sehr, sehr interessant, dass die halt scheinbar das Ganze angepasst haben, dass man schneller levelt, aber die Levels selbst, also Outland, die Gebiete, haben sie scheinbar nicht großartig verändert. Nicht großartig schlimm, aber es ist halt dann doch ein bisschen ungewohnt gewesen. Man hätte das Outland auch theoretisch wieder frühzeitig verlassen können, also mit 68 hätte man dann nach Nordend sich aufgeben können. Ich habe aber auch hier wieder gesagt, ich warte bis Level 70, das habe ich gemacht. Und mit Level 68 kann man auch hier wieder hingehen und sich bereits das Fliegen kaufen. Und das kostet diesmal 400 Gold. Das war für mich kein Problem, ich hatte 1800 Gold gehabt, also konnte ich das ohne Probleme kaufen. Und als ich dann halt darauf gewartet habe, dass der Zeppelin kommt, damit ich da hinfliegen kann, habe ich einfach mal aus Jux geguckt, was die letzten beiden Updates kosten und wann ich sie im Endeffekt kaufen kann. Das schnellere Fliegen 2 und 3 kostet jeweils 4000 Gold und die Levels sind Level 70 und 85. Und das hat mich dann doch etwas überrascht, denn ich war zu diesem Zeitpunkt Level 70 und hätte es theoretisch schon kaufen können. Ich habe dann sofort halt nachgeguckt, ob es irgendwelche Sachen gibt, die ich vielleicht falsch gemacht habe. Und die meisten Leute sagen wirklich, das ist relativ normal für einen Neuling, dass er sich diese 4000 eben gerade nicht leisten kann. Und bis man wirklich dann halt Level 85 ist, das heißt also so, man müsste halt bis zu dem Zeitpunkt dann 8000 Gold insgesamt zusammen haben, hat man ohne Probleme 10.000 Gold eingespielt. Also die meisten sagen, das ist überhaupt kein Problem und dementsprechend mache ich mir da auch keine Sorgen. Während ich am Leveln in den Zangarmarschen war, das Level 60 bis 64 Gebiet, habe ich mich ein bisschen in den Menüs nochmal umgeguckt gehabt im Spiel und habe herausgefunden, dass es eine Möglichkeit gibt, nach Gilden zu suchen. Eine Fähigkeit, die es damals nicht gab. Also habe ich mich auf meinem Server mal umgeguckt gehabt und habe gesehen, was für Gilden gibt es, was für Angebote haben die und das Schöne ist, die haben halt wirklich die Übersicht, wie viele Leute sind drin, wie heißt die Gilde und haben dazu auch noch eine kleine Beschreibung gehabt. Und da ist mir eine Gilde mit 700 Mitgliedern aufgefallen, die perfekt für mich ist. Und zwar ist es eine Gilde rein für Solospieler. Jetzt werden sich die Leute fragen, warum tritt man in einer Gilde
Für Solo-Spielen bei. Der Witz ist ja eigentlich gerade, dass Leute sich halt zu einem Clan zusammenfügen, was im Endeffekt das gleiche ist wie eine Gilde, um dann zusammenzuspielen. Warum ist das denn jetzt auf einmal eine Solo-Gilde? Und das ist hier wieder auch eine Sache, die ich damals nicht hatte, nicht kannte, die jetzt erst neu für mich dazugekommen ist. Und zwar, es gibt Gilden-Perks. Es ist wirklich so, dass man halt Achievements als Gilde zusammen machen kann und damit kann die Gilde dann Level-Ups bekommen und bekommt dann im Endeffekt eigene Skills. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, was für Skills man bekommt und wie clever es doch eigentlich ist, einer Gilde sich tatsächlich anzuschließen. Den ersten Gildenperk bekommt man mit Level 2 und zwar 5% mehr Erfahrung durch das Besiegen von Monstern und Abschließen von Quests. Level 3 erhöht die Geschwindigkeit von deinen Reittieren um 10%, das heißt, man reitet schlichtweg schneller. Auf Level 4 kriegt man mehr Ruf durch das Besiegen von Monstern und Abschließen von Quests. Ruf ist relativ simpel und zwar es gibt Fraktionen und wie gesagt, wenn man Monster besiegt oder Quests abschlägt, bekommt man Ruf bei diesen Fraktionen. Und so kann man halt aufsteigen im Rang bei diesen Fraktionen und kann mehr Sachen freischalten. Man kann gewisse Sachen kaufen, die man sonst nicht kaufen kann. Auf Level 5 generiert jedes Monster, das Geld droppt, 5% mehr, das sofort an die Gildenbank übertragen wird. Gleichzeitig gibt es Gilden-Challenges, die man halt machen kann, um gewisse Dungeons zu durchlaufen, ebenfalls nun Gold und die gehen ebenfalls an die Gildenbank. Gildenbank ist eigentlich relativ simpel, da wird halt Geld gespeichert und das kann man halt nutzen, zum Beispiel zu Reparaturen der eigenen Rüstung. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache, wenn man halt eine Raider-Gilde ist, einfach weil da einfach passiert, dass man einfach mal besiegt wird und dann kann halt die Rüstung kaputt gehen. Das muss man reparieren, das kostet Geld. Dann auf Level 6 erhöht sich die Erfahrung von Besiegen von Monstern und Abschließen von Quests auf 10%. Auf Level 7 nimmt deine Rüstung 10% weniger Schaden, wenn man stirbt. Auch hier wieder sehr, sehr gut für eine Raid-Gilde. Bei Level 8 ist der Hearthstone-Cooldown reduziert von 30 auf 15 Minuten. Was ist ein Hearthstone? Relativ simpel. Man ist irgendwo in dem Gebiet. Man kann sein Hearthstone nutzen, um zu einem anderen Gebiet zurückzuspringen. Das heißt zum Beispiel zu der letzten Stadt, wo man gespeichert hat. Und normalerweise 30 Minuten Cooldown. Jetzt ist es auf 15 reduziert. Für mich persönlich nicht so interessant. Einfach weil der Schamane einen eigenen Skill hat, der genau die gleiche Funktion hat. Aber es ist natürlich trotzdem ein sehr nützlicher Skill. Auf Level 9 nimmt die Rüstung 20% weniger Schaden, wenn man stirbt. Mit Level 10 kann man bei Bandagen, die man durch First Aid erstellt, 25% mehr heilen. Wirklich, wirklich sehr, sehr gutes Skill. Mit Level 11 bekommen wir sogar unseren allerersten aktiven Skill. Und zwar kann man eine Kiste beschwören, die einem Zugriff auf die Gildenbank ermöglicht. Die Gildenbank ist nicht nur zu nutzen, um dort Geld abzulegen, sondern auch Items. Und da ist es wirklich schick, einfach weil halt Leute zusammen Sachen reinlegen können, die sie zum Beispiel nicht brauchen oder einfach weil sie halt keinen Platz mehr haben. Das kann man logischerweise auch regulieren, dass nicht einfach jeder darauf zugreifen kann, denn das wäre halt sehr, sehr leicht ausnutzbar. Neue Leute kommen rein, nehmen einfach alles mit und hauen ab. Zum Glück kann man das halt regeln. Dann auf Stufe 12 gibt es wieder eine Rufverbesserung für Monster besiegen und Quest abschließen, diesmal plus 10%. Auf Stufe 13 gibt es die Möglichkeit, mehr Ehre durch Kills im Player vs. Player zu bekommen. Ehre ist einfach eine eigene Währung in diesem Ding. Dann kann man halt auch hier wieder Sachen kaufen. Level 14 hat einen sehr interessanten Perk und zwar, wenn man einen Beruf hat und dort etwas herstellt, hat man eine 10% erhöhte Chance, einen Skillpunkt dazu zu bekommen. Level 15 gibt einem die Möglichkeit, wenn man wiederbelebt wird, 50% zu bekommen, statt glaube ich 30 oder 35. Und während man tot ist, kann man auch 10% schneller laufen. Auf Level 16 erneut hier wieder bekommt man mehr Geld, das in die Gildenkasse gespielt wird, und zwar 10% jetzt. Auf 17 ein sehr interessanter Skill, den man, wenn man das nicht so kennt, das Spiel sehr, sehr merkwürdig findet. Und zwar Ingame-Post, die man an Gildenmitgliedern verschickt, wird sofort versendet. Man muss also nicht warten. Level 18 Justice-Punkte, das ist scheinbar eine Player-vs-Economy-Währung, die ich selber noch nicht kenne, ist hier um 10% erhöht, was man bekommen kann. Level 19 erhöht wieder die Kills fürs Player-vs-Player, also 10% mehr Ehre in dem Fall. Dann Level 20 erhöht wieder die Justice-Punkte um 20% diesmal. Dann auf 21, ein bisschen interessanter Skill, und zwar die Geschwindigkeit an Flugpunkten wird um 25% erhöht. Und zwar, man kann nicht nur selber fliegen, sondern man kann auch durch gewisse Flugpunkte halt fliegen. Und das sind halt NPC-Punkte, da bezahlt man ein bisschen Geld und fliegt dann halt automatisch dorthin. Und das geht mit dem Skill dann halt schneller. Dann mit Level 22 gibt es eine 20% erhöhte Chance, bei einem Beruf einen Skillpunkt dazu zu bekommen. Mit 23 gibt es die Möglichkeit, bei Sammlerberufen mehr Items zu bekommen. Das heißt also, wenn man ein Blümchenpflücker ist, dann hebt man die eine Blume auf und bekommt auf einmal zwei. Dann
Mit Level 24 werden die Preise bei NPCs um 10% reduziert und zu guter Letzt, auf Level 25, gibt es einen aktiven Skill wieder, und zwar gibt es die Wiederbelebung aller toten Party- oder Raid-Mitgliedern, und das ist ein sehr, sehr guter Skill, der ist logischerweise nicht im Kampf nutzbar, aber ist natürlich sehr, sehr angenehm, wenn man es schafft, selber irgendwie zu überleben, kann man halt alle gleich mit hochziehen wieder. Und ich denke, man kann sehen, warum man als Solospieler definitiv in einer Gilde sein möchte. Ich denke wirklich in erster Linie, weil man einfach mehr Erfahrung bekommen kann. Und dementsprechend bin ich einer Gilde beigetreten. Ich denke, es macht einen gewissen Unterschied aus, man hat gewisse Vorteile. Ich kann zum Beispiel nicht auf die Gildenbank zugreifen, das ist eine Sache, die der Leader einfach für sich persönlich behält, aber das ist mir im Endeffekt auch Wurst. Aber im Endeffekt bereue ich nicht meinen Gang in die Gilde. Zu guter Letzt dann noch ein Statusbericht. Ich bin in Nordrend angekommen, ich habe den Fliegen-Skill kaufen können. Ich muss sagen, dass mir Nordrend weiterhin noch sehr, sehr unbekannt ist, einfach weil ich es bisher nur einmal damals 2009 gespielt habe. Outland habe ich, glaube ich, sogar mit 3 Charakteren gespielt. Und mein Schamane ist Level 72, hat 2300 Gold, hat bisher 10.800 HP und 10.000 Mana, und der höchste Schadensbereich, den ich bisher hatte, ist 8.000 mit einem Crit. Also der große abartige Sprung kommt tatsächlich wirklich erst super duper spät. Also bisher ist das Ganze wirklich noch sehr, sehr übersichtlich. Als nächstes möchte ich über das Spiel One Way Heroic sprechen. Das ist ein Spiel, das vor kurzem bei Steam erschienen ist, und wenn man sich die Bilder anguckt, wird man denken, es ist ein 0815 RPG Maker Game, das irgendwie es geschafft hat, durch Greenlight zu kommen. Und die Grafik sind definitiv sehr, sehr simpel, beziehungsweise kann man sehr, sehr stark mit dem RPG Maker vergleichen, aber das Spielprinzip ist komplett anders, als man es von diesen Final Fantasy Clones im Endeffekt gewöhnt ist. Und zwar, es ist ein Roguelike. In der Geschichte geht es darum, dass eine böse Macht von links kommt und man selbst muss konstant nach rechts laufen. Und dabei muss man halt auf seine eigene HP achten, auf seine Stamina und muss gleichzeitig Gegner besiegen. Und wie gesagt, die komplette Welt ist zufällig generiert. Bevor man das Spiel startet, kann man seinen eigenen Namen auswählen, seine eigene Klasse, die dann unterschiedliche Skills hat und hat auch unterschiedliche Perks, die man nutzen kann. Und je nachdem, was man halt wirklich am Anfang auswählt, kann man andere Sachen machen. Zum Beispiel gibt es am Anfang in der Burg, wo man startet, jemanden, der nicht mit dir redet, wenn man nicht vorher Charisma auf Level 2 hat. Das heißt also, man müsste hingehen und von den 3 Perks, die man am Anfang auswählen kann, 2 auf Charisma setzen. Ich glaube, das bringt zwar nicht sonderlich viel, aber es zeigt so ein bisschen, wenn du Charisma hast, in dem Punkt könntest du Vorteile haben, beziehungsweise allgemein, wenn du gewisse Sachen hast, kannst du gewisse Sachen erreichen oder logischerweise nicht. Ich finde das Spielprinzip sehr, sehr gut, aber die Umsetzung ist, denke ich, meines Erachtens so ein bisschen das Problem. Der erste Punkt ist die Auflösung. Ich habe einen Monitor, der 1920x1080 schafft und das Spiel schafft keine 640x480. Das ist super klein, zum Teil ist mir 720p schon zu klein und das macht dann halt wirklich keinen großen Spaß auf einem Game Boy Color großen Bildschirm zu spielen. Und da möchte man logischerweise auch nicht hingehen und das im Vollbildmodus spielen. Für mich ist Vollbildmodus wirklich wichtig. Natürlich gibt es so gewisse Spiele wie Spelunky, die spiele ich mittlerweile nicht mehr im Vollbildmodus, einfach weil ich das Spiel schon kenne, aber gerade am Anfang Vollbildmodus mit Sound. Und das, wie gesagt, Vollbildmodus ist bei dem Spiel schlichtweg nicht möglich. Der nächste Punkt, und das ist wirklich der ganz, ganz große Punkt, ist schlichtweg die Umsetzung. Die Steuerung in dem Spiel ist katastrophal. Man kann mit Tastatur spielen, man kann theoretisch mit einem Gamepad spielen. Und das ist mit einem Gamepad theoretisch auch besser, einfach weil man weniger Tasten hat. Aber das Problem dieses Spiels ist, dass es nicht erklärt, was man drücken muss, um gewisse Sachen nutzen zu können. Ja, am Anfang sagt es einem, drück Enter, um mit Leuten reden zu können. Es erklärt einem aber nicht, wie man gewisse Features nutzt. Und man denkt sich jetzt, okay, wo ist das große Problem? Man probiert halt einfach rum, bis man es rauskriegt. In dem Spiel ist es jedoch ein Problem, denn es ist ein Roguelike, das rundenbasiert ist, wie Dungeons of Dreadmore. Das heißt, wenn du dich bewegst, bewegt sich alles andere. Die Gegner auf der Map und die große Wand, die von links kommt und die versucht, dich einzuholen. Und da ist dann halt einfach mal ein Problem, 4-mal die falsche Taste zu drücken. Und dementsprechend, hier ist wirklich das Problem, das Spiel muss einem erklären, welche Tasten muss ich drücken, um Sachen nutzen zu können.
Das nächste Problem ist wirklich, dass man sich daran gewöhnen muss, dass alles auf dieser Map-Übersicht stattfindet. Egal, ob man läuft, ob man Sachen auswählt, ob man mit Leuten redet oder kämpfen. Es gibt nur diesen einen Screen. Man wechselt auf keinen anderen Screen über und das ist zum Teil wirklich ein bisschen langweilig, gerade die Kämpfe. Man geht nicht in einen Kampf über, wo dann alles irgendwie mit Effekten einem gegenübergeworfen wird, sondern man steht sich gegenüber und Zahlen werden ausgetauscht. Und da ist wirklich das große Problem Nummer 1, dass es einfach zum Teil sehr, sehr starke Gegner gibt, die super schnell auf einen zutanzen und, wie gesagt, einen einfach umnieten. Und das zweite Problem ist der Stamina-Balken. Und zwar, es gibt HP, es gibt Mana und es gibt Stamina. Wenn man Kämpfe bestreitet, kann man HP und Mana regenerieren, aber nicht Stamina. Und ich denke, das ist relativ offensichtlich, umso mehr man läuft, umso mehr man kämpft, umso eher und so schneller ist man erschöpft. Und man bräuchte irgendwie eine Möglichkeit, um diese Stamina wieder aufzuladen. Das Spiel erklärt einem nicht, wie. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Das nächste große Problem ist logischerweise, man würde denken, okay, deine Stamina geht alle, dann ruht man sich doch aus, legt sich hin, legt sich schlafen. Funktioniert halt logischerweise nicht, wenn die Wand von links kommt. Das ist halt der Witz, man muss halt das Ganze ausbalancieren. Das große Problem ist halt logischerweise, dass das Spiel einem das Ganze nicht erklärt. Und man merkt, dass der Entwickler überlegt hat, wie er gewisse Sachen erklären kann. Und zwar, wenn man halt seinen Spieldurchlauf versagt, bekommt man am Ende Tipps. Und diese Tipps sind komplett für den Arsch. Und zwar kommen dann halt so Tipps wie, hey, wenn deine HP niedrig ist, wie wär's, wenn du dich heilst? Oder, hey, du hattest kein Geld, wie wär's, wenn du Geld einsammelst und Sachen verkaufst? Das ist so die Sache, wie komme ich an Geld? Keine Ahnung. Theoretisch, ja klar, ich muss Sachen finden und Sachen verkaufen. Das große Problem ist, in diesen 2, 3, 4 Durchläufen, die ich hatte, habe ich eigentlich nur Geld bekommen, indem ich ein paar Monster auf die Fresse gehauen habe. Und das war dann halt so, oh, ich habe halt 75 Gold. Mal gucken, was ich mir kaufen kann. Nichts. Oh, die erste Sache kostet einfach mal 1000 Gold. Super. Und das ist halt wirklich das Problem. Ich bekomme nicht an das Gold ran. Ich habe keine Sachen, um mich heilen zu können. Ich habe keine Sachen, um Stamina wieder aufzufüllen. Und das Spiel erklärt halt einfach nicht, was ich machen muss, um da ranzukommen. Wie gesagt, ich will nicht, dass das Spiel mich 100% an der Hand hält. Aber die grundlegenden Sachen zu erklären, das wäre ganz nett. Ich habe sogar noch ein weiteres Spiel für euch im Angebot, und zwar Card City Nights habe ich angespielt. Das ist ein Spiel von den Itildu-Machern. Itildu ist ein im Endeffekt Zelda-ähnliches Spiel, und wenn man sich die beiden Spiele anguckt, wird man sehr, sehr schnell merken, dass das von den gleichen Machern ist, einfach weil sie einen sehr, sehr interessanten Grafikstil verfolgen. Und Card City Nights hat definitiv einige Anspielungen zu Itildu, die man getrost auch ignorieren kann, das ist jetzt nicht allzu schlimm, ist ganz nette Sache für nebenbei. Auf jeden Fall, wie der Name schon sagt, ist Card City Night ein Kartenspiel. Das ist ein Spiel, das man einmal kauft und dann im Endeffekt alles in diesem Spiel freischalten kann. Es sind also keine Microtransactions dahinter. Das Spielsystem ist relativ offensichtlich, aber dann doch relativ komplex genug, dass man es auch wirklich halt anspruchsvoll spielen kann. Auf jeden Fall, wie der Name schon sagt, Card City Nights ist ein Kartenspiel. Das ist ein Spiel, das man einmal kauft und dann im Endeffekt alles in dem Spiel bekommt, alles freischalten kann. Das ist also nicht mit Microtransactions vollgeladen wie andere Spiele. Und das Spielsystem dahinter ist eigentlich auch relativ leicht zu verstehen. Und zwar, beide Spiele haben ein 3x3 Feld, haben ein Deck von 25 bis 40 Karten und haben 7 HP beide von Anfang an. Das Spiel wird abwechselnd gespielt, jeder darf 5 Karten konstant auf der Hand haben, außer logischerweise das Deck geht alle und man kann eine Karte pro Runde spielen. Und wie läuft das Ganze im Endeffekt ab? Man muss Dreierkombinationen aufbauen, und zwar jede Karte hat Felder, Richtungsfelder abgebildet, 8 Stück. Oben, unten, links, rechts, oben, rechts, oben, links, unten, rechts, unten, links. Und das ist logischerweise von der Karte abhängig, wo sie hinguckt. Und man muss dann halt logischerweise machen, wenn du eine Karte hast, die nach rechts zeigt, muss, um eine Kombination aufgebaut werden, eine Karte daneben liegen, die ein Pfeil nach links zeigt. Und wenn man dann halt 3 aufgebaut hat, dann kann man einen Effekt nutzen. Es gibt im Endeffekt 3 Effekte, beziehungsweise 4 Typen. Und zwar gibt Angriff, Verteidigung, Heilung und Neutral. Und das Ganze ist relativ offensichtlich, dass in der Überzahl
wird ausgeführt. Das heißt also, wenn ich eine Kombination aus drei Schilden habe, dann kann ich mich heilen. Wenn ich eine Kombination aus drei Schwertern habe, dann kann ich entweder dem Gegner die HP angreifen oder direkt Karten angreifen. Und zwar, wenn ich eine Karte angreife, dann wird diese Karte grau und man kann sie nicht mehr nutzen. Das heißt also, wenn man ursprünglich eine Zwei-Kombination aufgebaut hat, versucht eine dritte aufzubauen, aber ich vorher einer dieser Karten kaputt mache, dann kann man selbst diese Karte legen, aber diese Dreier-Kombination kommt dann nicht mehr zustande. Also ein ganz wichtiges Element. Dann, wenn man eine Kombination aus Heilung aufbaut, kann man diese angegriffenen Karten wiederherstellen und dann sind sie wieder aktiv für Kombos nutzbar. Und zu guter Letzt gibt es neutral. Und jetzt wird man sich fragen, warum gibt es neutrale Karten in diesem Spiel? Was ist der Nutzen dahinter? Diese neutralen Karten haben bei weitem mehr Richtungsfelder als die anderen Typen. Das heißt, man kann sie bei weitem besser nutzen. Und jetzt kommt die nächste Frage. Warum sollte ich die dann nicht nutzen? Jede Karte steuert zum Effekt bei. Das heißt, wenn ich eine Kombination aus drei Schwertern aufbaue, dann kann ich drei Schaden machen. Wenn ich jedoch nur eine Kombination aufbaue von zwei Schwertern und einer neutralen Karte, dann mache ich nur zwei Schaden. Und dementsprechend muss man wirklich aufpassen, dass man hier nicht übertreibt. Denn jemand, der sehr, sehr gute Kombinationen mit Stärke aufbaut, würde ich bei weitem schneller fertig machen, als jemand, der nur ein paar Stärkekarten hat und sehr, sehr viele neutrale. Das ist im Endeffekt das Spielprinzip von Card City Knights. Das Spiel gewinnt man, indem man die HP auf 0 bringt oder der Gegner keinen Platz mehr hat, Karten zu legen. Wie gesagt, man kann nur 9 Karten legen. Die Kombinationen, die man schafft aufzubauen, werden aufgebraucht. Wenn man sie aber nicht schafft, dann bleiben sie dort. Das heißt, spätestens wenn man versucht, die 10. Karte zu legen und keine Kombination aufgebaut hat, hat man automatisch verloren. Und man verliert ebenfalls, wenn man keine Karten mehr im Deck hat. Wenn man keine Karten mehr hat, kriegt man nämlich pro Runde Schaden. Das heißt also, irgendwann ist da auch automatisch Sense. Man startet mit 7 HP und könnte es theoretisch auf 10 hochsteigern, aber danach ist es das im Endeffekt auch gewesen. Was ist meine Meinung zu dem Spiel? Mir gefällt das Spiel vom Charme her, von der Gestaltung her. Das Spielprinzip ist auch sehr, sehr gut. Aber man hat wirklich das Problem, dass man am Anfang sehr, sehr viel Scheiße entgegengeworfen bekommt. Wie gesagt, man muss halt Karten haben, die Kombinationen aufbauen können. Und ich hatte halt wirklich sehr, sehr häufig das Problem, gerade noch am Anfang, dass es einfach gewisse Karten gibt, die das einem nicht so einfach ermöglichen. Und die Gegner haben logischerweise zum Teil Decks, die halt sehr, sehr gut aufeinander aufgebaut sind. Und dann kann es dann halt sehr, sehr frustrierend sein, wenn der Gegner einfach unendlich viel machen kann und man selber einfach nichts. Ich habe sogar noch ein Spiel für euch, und zwar für die Wii U, Super Mario 3D World. Ich habe das Spiel gestartet gehabt. Ursprünglich hatte ich sogar geplant gehabt, alle vorherigen Mario-Teile noch durchzuspielen, die ich noch nicht durchgespielt habe, bis ich dann gemerkt habe, ich habe ungefähr 700 Stück noch und gewisse Spiele sind für mich einfach unspielbar. Dementsprechend bin ich einfach sofort auf die Wii U-Version übergegangen und ich muss sagen, das Spiel ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Also da ist es wirklich traurig zu sehen, dass das kein System-Seller ist, dass das kein Grund ist, für Leute eine Wii U zu kaufen. Das Spiel sieht richtig gut aus, die Levels machen Spaß, sehen richtig gut designt aus und sind sogar sehr, sehr abwechslungsreich. Und sie haben es endlich geschafft, dass bei 4 Spielern sie tatsächlich es hinkriegen, 4 unterschiedliche Charaktere drin zu haben. Tatsächlich sogar eigentlich 5. In den Vorgängern war es ja so, dass sie 2 Toads reingeschmissen haben, neben Mario und Luigi. Weil Logik. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie es jetzt hinbekommen, dass man tatsächlich unterschiedliche Charaktere hat, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben und sie sind auch alle wirklich sehr, sehr gut spielbar. Also ich kann nicht wirklich viel mehr dazu sagen, außer dass es wirklich ein richtig gutes Spiel ist. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Laune daran und ich werde das ohne Frage weiterspielen. Und zu guter Letzt in Play This Week möchte ich nochmal über Octodad reden. Das Let's Play ist am Freitag beendet worden und man hat gesehen, das Ganze wurde in einer Sitzung aufgenommen, 2 Stunden Spielzeit. Und so sehr ich wirklich Spaß an der Sache hatte, natürlich gab es hier und da mal ein paar Situationen, wo es ein bisschen frustig war, einfach weil die Beine nicht so funktioniert hatten, wie man sich es gewünscht hat. Aber das ist ja nun mal der Witz dieses Spiels. Ich fand, dass das Spiel insgesamt ein Ticken zu kurz war. Es waren im Endeffekt 3 Level plus dieses eine Level auf dem Boot. Und ich wusste, dass das Spiel insgesamt kurz ist, aber nicht 2 Stunden kurz. Und dementsprechend hoffe ich wirklich, dass es dann doch nochmal ein Octodad 2 gibt oder 3, je nachdem wie man es sieht, das dann halt dann das Ganze weiterführt und vielleicht sogar noch länger ist. War ein spaßiges Spiel,
Nur ein bisschen kurz. Gehen wir über zu den News. Twitch Plays Pokémon wurde nach 16 Tagen, 7 Stunden, 45 Minuten und 30 Sekunden durchgespielt. Und nach 24 Stunden Pause ging es dann weiter mit Twitch Plays Pokémon Crystal. Die Idee hinter Twitch Plays Pokémon war genial. Können mehrere tausend Leute es schaffen, zusammen ein Spiel durchzuspielen? Und wir meinen wirklich zusammen. Nicht einer spielt und mehrere Leute gucken zu, sondern alle konnten daran teilnehmen. Man konnte in den Chat eingeben, was der Charakter machen sollte, und er hat es dann auch ausgeführt. Und man konnte schon erahnen, dass das sehr, sehr stark ins Chaos ausarten würde, aber man hat vermutlich nicht mit der Menge von Zuschauern gerechnet. Am besten Zeitpunkt waren es 100.000 Zuschauern. Es war ein Stream, der mehr geguckt worden ist als alles andere auf Twitch. Und das ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend, denn man konnte wirklich sehen, was da passiert, was da eben gerade nicht passiert. Gewisse Sachen haben einfach so überhaupt nicht funktioniert. Dementsprechend musste ein Alternativmodus eingeführt werden, um an gewissen Stellen durchzukommen. Und das war zum Teil sehr, sehr negativ aufgenommen worden, aber es war dann doch sehr, sehr wichtig. Und was einfach da zustande gekommen ist, nicht nur durch das Spielen, sondern auch was die Community gemacht hat, wie gewisse Sachen angenommen worden sind, das war sehr, sehr schick. Und es war wirklich eine sehr, sehr coole Reise, die jedoch leider sehr, sehr dämlich geendet ist. Und zwar das Ende dieser Geschichte ist der Start der nächsten. Man hat nach 24 Stunden bereits den nächsten Stream gestartet. Und ich denke, das sieht man auch, war ein großer, großer Fehler. Denn der erste Punkt, den ich gerne gesehen hätte als Antwort, ist die Frage zu, wie ist dieses Experiment gelaufen, dass man irgendeine Art Statistik sieht, irgendwelche Ergebnisse. Und das fand ich wirklich schade, dass man wirklich einfach sagt, okay, wir machen das nächste Ende aus, bibibum. Und das sieht man, statt 100.000 Leute sind aktuell 18.000 Leute nur noch dabei und es geht auch logischerweise bei Weitem schneller und es ist einfach im Schatten des allerersten, da hätte man das Ganze besser machen können und das ist wirklich schade, denn das hatte definitiv Potenzial. Ich hätte auch wirklich selber persönlich mehr nächste Generation gesehen, aber halt nicht so schnell. Der Release von South Park, The Stick of Truth, wurde in Deutschland und Österreich verschoben, weil verfassungswidrige Symbole vergessen wurden zu entfernen. Es ist natürlich ein Problem, wenn man einen Charakter in dieser Serie aufbaut, der auf solche Symbole zurückgreift und dann als Entwickler es nicht hinbekommt, alle auch wieder zu entfernen. Für diejenigen aus Deutschland und Österreich, die das Spiel spielen wollten, ist es natürlich sehr doof, denn wir wissen bisher nicht, wann die neue Version rauskommen wird und sie müssen gleichzeitig miterleben, wie alle anderen in der Welt das Spiel ohne Probleme nun spielen können. Bei Weitem schlimmer ist diese Situation jedoch für die Publisher. Es ist kein großes Problem, eine digitale Kopie zurückzuhalten, man lässt sie einfach nicht frei auf den Markt. Jedoch bei den Retail-Copies, die sind gedruckt, die sind ausgeliefert und jetzt muss man sie wieder einziehen und das kostet logischerweise Geld. Batman Arkham Knights wurde angekündigt und der Entwickler ist Rocksteady. Rocksteady waren die Entwickler hinter Arkham Asylum und Arkham City, den ersten beiden Arkham-Spielen. Arkham Origins wurde von einem anderen Entwickler gemacht und nachdem Arkham Origins nicht so gut angekommen ist wie die ersten beiden Spielen, ist es sehr, sehr schön zu sehen, dass Rocksteady wieder da ist. Bei Origins, das Spiel ist nicht schlecht, aber das Spiel ist leider noch sehr, sehr verbuggt zum Teil und da haben die Entwickler auch gesagt, dass sie gewisse Bugs einfach nicht mehr fixen werden und das Spiel hat sich auch aus Respekt zu den anderen beiden Spielen nicht getraut, so viele Änderungen vorzunehmen und dementsprechend fühlt sich's an wie ein kleines Add-on zu Arkham City. Watch Dogs erscheint am 27. Mai und Dark Souls 2 für PC am 25. April. Das Erscheinungsdatum für Watch Dogs 2 ist ungewollt erschienen, man hatte ein Video gefunden und das wurde natürlich durch das ganze Internet verbreitet und der Shitstorm ist gigantisch, denn das Spiel sieht so eine großartige Überraschung nicht so aus, wie wir es bisher in den Trailern gesehen haben. Viele Leute sagen, es ist die Xbox 360-Version, andere Leute sagen, das Spiel wurde downgegradet und ich denke, wir können definitiv sagen, unabhängig davon, ob dieser Trailer für die 360-Version ist oder nicht, die Grafik, die wir vorher gesehen haben, ist definitiv nicht die, die wir bekommen werden. Ich denke, das ist klar, das war schon immer so und das wird sich auch nicht ändern. Was ich jedoch lustig finde, ist die Leute, die sagen, oh, guck dir das Spiel an, das sieht aus wie PlayStation 1 Grafik, aber The Division wird richtig, richtig geil aussehen. Guck hier den Bild an. Ernsthaft?
Das hattet ihr zu Watch Dogs auch gesagt und ihr sagt es jetzt zu The Division erneut. Die Bilder, die wir dort sehen, die Videos, die wir sehen, die sind bearbeitet. Die sehen besser aus, die sind mit High-End-PCs gemacht. Natürlich wird es nicht für alle so aussehen. Vermutlich sieht es nicht mehr für High-End-PCs so aus. Das ist eine Präsentation. Das ist so eine Überraschung, finde ich, dass Leute sich darüber aufregen für eine Sache, die schon seit Jahren schon immer so ist. Ansonsten natürlich hat Ubisoft, nachdem das Ganze dann natürlich ungewollt öffentlich gegangen ist, dann auch offiziell bestätigt, hat dann offiziell die Trailers losgelassen und wir haben dementsprechend auch den Einblick in die Geschichte bekommen gehabt und viele Leute sind dann doch nicht sonderlich davon angetan, denn die Geschichte wirkt dann doch ein bisschen so ein bisschen kennt jeder schon. Und die Geschichte für mich ist nicht das größte Problem, natürlich ist es immer schön, eine gute Story zu haben. Mein großes Problem ist dann doch weiterhin das Gameplay, denn Spiele von Ubisoft haben eine ganz klare Linie, die sie alle einhalten. Assassin's Creed, Far Cry, der neue Splinter Cell, sie haben sehr, sehr viele Sachen gemeinsam und das ist definitiv keine schlechte Sache. Ich hoffe jedoch nur, dass es kein Assassin's Creed-Klon wird, nur in einer echten Zeit in Chicago, denn das große Problem bei Assassin's Creed ist weiterhin, das Combat-System ist so uninteressant langweilig. Natürlich wird da ein gewisser Unterschied sein. Die Leute in Watch Dogs werden auf Pistolen zurückgreifen können, anstatt einfach nur Schwerter. Aber trotzdem hoffe ich, dass die eine Situation, die so häufig in den Trailern gezeigt worden ist, dass der Kollege umstellt wird und der dann halt seine magische Handywaffe einsetzt, die dann halt im Endeffekt alles in der Umgebung ausschaltet und er dadurch dann halt die Chance hat, die Gegner zu, keine Ahnung, betäuben, könnte man fast sagen, um sie dann halt zu besiegen. Ich hoffe, dass es wirklich erst eine Trailer-Sache ist und man eben gerade nicht der unbesiegbare Assassin's Creed-Gott ist. Aus Fairnessgründen werde ich dann ganz kurz auch noch auf Dark Souls 2 eingehen. Das Spiel ist für mich nicht von Interesse. Es wird vielleicht mal irgendwann gekauft, wenn es super günstig ist, aber aktuell ist da kein Interesse für mich dahinter. Die große Sache, denke ich, bei Dark Souls 2 ist nur, ob sie es denn hinkriegen, das zu erreichen, was die Fans wollen. Und da ist wirklich die Frage, was wollen die Fans denn? Wie viele Änderungen darf man in Dark Souls 2 vornehmen? Darf das Spiel überhaupt keine Änderungen haben und muss so nah wie möglich an Dark Souls 1 sein? Darf es Änderungen oder muss es sogar vielleicht Änderungen haben? Und logischerweise zu guter Letzt, schaffen die Entwickler genau das hinzubekommen, was die Leute möchten? Ist es wirklich ein Dark Souls 2 oder fühlt sich es komplett anders an als ein komplett anderes Spiel? Ich denke, das ist die Frage, die sich viele stellen und wir müssen im Endeffekt abwarten, was dabei hinauskommt. Das war's dann auch schon wieder mit Forcecom Talks. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.